Hallo, dies ist Teil 2 vom Interview mit Dr. Hendrik Jungabelle. Schaut euch auf jeden Fall Teil 1 an, falls ihr noch nicht gesehen habt. Wir fangen an mit den Fragen. Wie viel Acid bräuchte man, um die ganze Frischwassertrinkzufuhr zu einer Großstadt zu veredeln? Ihr wisst ja, dass es solche Pläne bei der CIA gab und auch die Russen solche Pläne hatten. Also ich denke mal, ich müsste selber ein bisschen rechnen, aber dass man mit 10 Gramm eine kleinere Großstadt schon... Tatsächlich, okay, ja, nicht ist schlecht. Ist ja riesen viel. Aber lasst mich nochmal rechnen, wenn ihr seriös haben will, dann poste ich dir nochmal was zu. Okay, es ist klar, man muss die Drogenpolitik verändern, aber wie genau stellst du dir eine bessere Drogenpolitik vor? Es gibt ja noch nicht sehr viele Modelle, die ausprobiert worden sind. Also ich stelle mir vor, dass wir bei den wichtigen Substanzklassen, Stimulantien, sogar Opiate, auch die Psychedelika, ja, dass wir bei den wichtigen Substanzklassen 1, 2, 3 legale Substanzen haben werden, die in Fachgeschäften zugänglich sind. Man müsste experimentieren, ob so ein Zugangsmodell mit einer Karte, ja, wo jemand so ein bisschen Vorwissen... Genau, so eine Art Führerschein, so das sage ich immer. Genau, so ein Führerschein funktioniert. Ja? Also was man sich nicht einbilden muss, ist, dass es dann keinen Schwarzmarkt mehr geben wird. Okay. Aber er wird, das ist ja auch der Sinn der Sache, radikal runtergehen, kleiner werden. Natürlich. Aber es wird immer Leute geben, die an 12-Jährige Opiate verkaufen wollen. Ich glaube auch nicht, dass man alle Substanzen dann legal verkaufen sollte. Mhm. Weil es gibt in jeder Substanzklasse jede Menge Schrottsubstanzen, die entweder noch überhaupt nicht an Menschen getestet sind, ja? Ja. Oder die eine Menge Nebenwirkungen haben und jetzt zum Teil konsumiert werden, weil sie als Badesalz, Legal High, was weiß ja. ich, legal sind. Aber es sind ja riesige Menschenversuche, die da ablaufen. Ja, aber wenn alle Drogen legal wären, sag ich immer als Argument, dann würden ja nur die Vollidioten dann zu den Sachen greifen, die quasi so unerforschten Derivate sind. Ja, ich stimme deinem Argument zu, aber es gibt ja eine Menge Vollidioten. Ja. Darf ich noch was erwähnen? Ja, natürlich, so was mir besonders wichtig ist, was ich so selten höre in der Drogendebatte, nämlich... Wir sind ein hochentwickeltes, reiches Land. Wir haben eine hochentwickelte Chemie und Pharmazie. Wir entwickeln jährlich neue Substanzen für Nierenkrankheiten und alles Mögliche. Bisher gibt es noch kein Programm, das Wissenschaftler dazu animiert, diese hochgefährlichen Substanzen, die zum Teil auf dem Markt sind, zu ersetzen durch bessere. Redest du von den Legal Highs jetzt? Oder nee, ich rede zum Beispiel von Kokain, ich rede zum Beispiel von Amphetamin, ja? Okay. Substanzen, die ein ganz hohes Abhängigkeitspotenzial haben, ja. Ja? Die auch Dirty Drugs sind, die an mehreren Neurotransmittern im Gehirn ansetzen, ja? Mhm. Und Substanzen, für die es keine Gegengifte, Antidote gibt. Ja. Also stell dir mal vor, wenn jemand eine Überdosis von irgendwas genommen hat, dann wäre es ja ideal, wenn man ein Antidot geben könnte. Dass ich weiß gerade, worauf du anspielst, weil nämlich der David Nutt macht ja gerade sowas zu Alkohol. Er versucht ja gerade ein legales Alkohol zu erwischen. David hat offensichtlich schon eine Substanz entwickelt und okay. sucht seit 4 Jahren jemand, der das vermarktet, der das auf den Markt bringt und als Alkoholersatz. Aber ist die Substanzformel schon legal? Die Substanzformel ist ihm bekannt und er hat sie einfach noch nicht publiziert. Okay. Scheinbar, vielleicht will er Geld damit verdienen, ich weiß okay. es nicht. Dann soll er sich mal bei mir melden, ich hau's in meinen Shop rein. Wie viele Milliarden hast du daheim durch deine YouTube-Videos, die du investieren kannst, um sowas auf den Markt zu bringen? Hat dir das schon genügend an Menschen getestet oder wie kann man sich da sicher sein, dass das alle Kriterien erfüllt, die er sich vielleicht haben einige von deinen Zuschauern schon mal über ihn gelesen, dass er dieses berühmte Experiment gemacht hat. Er hat sich vor einer Vorlesung am Imperial College in London das gegeben und dann betrunken mit seiner neuen Substanz, ging betrunken in die Vorlesung, hat er seinen Studis erzählt und hat dann 20 Minuten das Gegengift genommen. Oh, geiler Scheiß, und Mann! Dafür würde ich gerne eine Aufnahme. Innerhalb von Minuten wieder klar geworden. Oh mein Gott, das hört sich richtig geil an. Stellt euch mal vor, wenn man auch bei den anderen Substanzklassen so saubere Substanzen hätte, dann würden eine Menge Unfälle und Gefahren für andere und für Menschen selbst. Glaubst du, dass das, also gibt es zu jeder Substanz eine...
bessere Alternative jetzt zum Beispiel MDMA, eine Version, die nicht neurotoxisch ist und die gleichen Effekte hat sozusagen. Vermutlich, es spricht eigentlich nichts dagegen, dass man Drogen bauen kann. Es werden ja ständig neue Drogen gebaut, über 300 in den letzten 10 Jahren, die bekannt geworden sind, die weniger Risiko und Nebenwirkungen haben. Das passiert ja ständig in der Pharmazie. Ständig werden Drogen erfunden, die für körperliche Krankheiten eingesetzt werden, die weniger Risiken haben. Ja. Lukas, ein Zuschauer von mir, fragt, wie wichtig sind Substanzen wie LSD oder MDMA im medizinischen Bereich und wie sieht die aktuelle Lage aus? Also wir haben einen coolen Artikel in unserem neuen Handbuch Psychoaktive Substanzen, das wahrscheinlich zu teuer ist für dich, Lukas, aber das kannst du online wahrscheinlich dann lesen, über die Geschichte von LSD und MDMA in der Medizin. Heute haben die im Grunde gar keine Bedeutung. Also weil sie kann kaum jemand anwenden. Es ist sauschwierig, Versuchsstudien zu beantragen. Wir sind gerade dabei, da mitzumachen. Es könnte in der Medizin zukünftig eine große Bedeutung haben. Ja, eine konkrete Frage von Samir. Ist es okay, als Minderjähriger zum Beispiel alle 2 Monate in kleinen Mengen zu kiffen? Kann nichts Großartiges passieren, oder? Samir, du kennst die Lage, wenn Cannabis legalisiert würde, würde es auch nicht für unter 18-Jährige legalisiert werden. Okay, und jetzt fragst du, wie gefährlich ist es für dich? Du interessierst dich dafür und lässt dich nicht abhalten davon. Wenn du das alle 2 Monate machst und keine Vorerkrankungen in deiner Familie hast, ist es vermutlich nicht sehr riskant. Also ganz wenige Menschen kriegen eine Psychose. Ja? Also das ist sicher, diese Pausen machen, ist sicher eine super Sache, um sicher zu gehen. Ja, ich sag halt da immer bei sowas, man kennt ja jetzt nicht den Sami, was wenn der Sami lauter Probleme hat und dann schnell dazu verfällt, öfter zu machen. Das Thema ist natürlich, das ist sehr, was du sehr nennst, individuell von 2 Monaten auf 2 Wochen zu kommen, von 2 Wochen auf 2 Tage und dann 5-mal am Tag sich eine Bon reinzuziehen, das ist dann schon ein Muster, was schwierig ist. Aber es passiert ja nicht so häufig. Ja, genau. Ja? Wenn du kannst, dann warte, bis du ein bisschen älter bist und mach andere verrückte Sachen bis dahin. Genau. Und lest mein Buch. Ja. Wenn er das schafft, kommt er in den eigenen Rausch. Er liest von vorne bis hinten, da seid ihr dann total durchgedreht. Benebelt. Außerdem ist es groß genug, um eure Freunde zu erschlagen damit und so, Simon. Ja. Ich glaube, das erklärst du auch in dem Buch Heisern schon, aber wann beginnt für dich eine Abhängigkeit? Es gibt ein paar Kriterien, die müssen erfüllt sein. Also 5 von 7. Ja. Okay. Ich zähle mal 2, 3 auf, nämlich es muss sowas wie eine Toleranzentwicklung da sein. Zweitens, es gibt ein Craving. Also sowas wie, dass es so ein, manche sagen, unstillbares Verlangen gibt. Ja. Du willst. Ja. Die ganze Zeit beschäftigst du dich, statt mit den Dingen, die auch noch schön sind, wie Arbeit und Sex und allem Möglichen. Wie kann ich mir den nächsten Schuss von irgendwas reinpfeifen? Mhm. Ja. Okay, dann. Dann gibt es das Kriterium, eigentlich möchtest du es kontrollieren und hast dir auch schon mal den Plan gesetzt, okay, dieses Wochenende nicht, trotzdem am Montag merkst du, aha, jetzt immer wieder. Du hast immer wenn wieder man so seine eigenen Regeln immer bricht. Kontrollregeln brechen. Ja. Simon, was ist für dich die gefährlichste Droge? Für mich persönlich. Für mich persönlich, wo ich dazu neige, ein unverantwortliches. Ja, genau. Wie steht es mit dem Rauchen? Ich habe noch nie geraucht. Ich habe noch nicht ein einziges Mal eine Zigarette gezogen. Und warum? Weil ich habe als Kind schon, kam mir das unglaublich dämlich vor. Und ich bin so anti-Rauchen. Ich habe sogar meine Freundin, als wir zusammengekommen sind, hat geraucht. Und ich habe ihr so lange gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Da hört man nicht mal heil. Ich habe dann sowas gesagt wie, ja, tu doch Gras rein, da wirst du wegen heil. Da hast du doch überhaupt gar keine Wirkung davon. Und wenn du da einfach abwägst, den Schaden-Nutzen-Verhältnis, warum machst du das mit dir? Und quasi vor allem, weil das ist meine Freundin und ich habe sie gerne. Und dann kann ich mir das einfach nicht anschauen, wie sie sich so schadet damit. Und da bin ich so, was Rauchen angeht, da mache ich auch noch bald ein Video dazu, ich bin so der Anti-Raucher. Hast du schon mal geraucht? Gelegentlich so 1 bis 3 Zigaretten im Jahr. Okay. Das kriege ich hin, so auf Partys, wenn mir jemand was anbietet. Okay. Aber im Prinzip hast du das ausgedrückt, was ich auch zu Zigaretten persönlich immer gedacht habe schon. Ja. Außerdem stinkt es wahnsinnig. Ja. Ja, also das verstehe ich auch nicht, wie man so als täglicher Raucher, das ich aufnehmen will,
dass man wirklich täglich dann stinkt. Also, das ist tatsächlich die Substanz, die die Leute am schnellsten abhängig machen lässt. Ja, das höchste Suchtpotenzial überhaupt, das finde ich auch immer so, weil das wissen die meisten Leute gar nicht. Und ich würde nicht mal so es probieren wollen, nur dreimal im Jahr, wie es das du machst, ab und zu mal eine zu rauchen. Weil ich kenne so viele Leute, die haben am Anfang gesagt, ja, nur auf Partys, nur ab und zu, und dann jeder ist abhängig geworden. Ich habe was anderes gemacht. Ich habe 2006 saß ich mal mit einem Schamanen in einem Zelt und wie ihr wisst, manche südamerikanische Schamanen, für die ist Tabak eine heilige Pflanze. Ja, genau. Dort. Und dann hat er den Menschen in diesem Schamanenzelt Tabak zum Schniefen gegeben, flüssigen Tabak zum Schniefen. Das habe ich tatsächlich einmal gemacht. Mhm. Und das war der Moment, wo mir klar wurde, dass Nikotin oder Tabak eine hochwirksame psychoaktive Substanz ist. In höheren Dosen habe ich gehört, Nikotin ist ja halluzinogen auch. Das war überhaupt nicht halluzinogen, sondern die eine ganz krasse stimulierende Wirkung auslöst. Okay. Plötzlich, wie Schalter um, das Nikotin wirkt auch wahnsinnig schnell, insbesondere dann nasal, ja. Wie ein Schalter umlegen, plötzlich vollkommen klar, vollkommen wach. Ja. Ja? Und dann frage ich mich, was dieses Herunterjunken dieser Tabakwirkung zu diese kleinen Zigaretten, wo die Leute fast nichts spüren, aber ganz schnell abhängig werden. Ja, also das ist ja auch immer so das Problem, weil das sind ja noch viele Zusatzstoffe, die das Ganze noch viel gefährlicher machen. Also das ist ja noch, also was komplett anderes, ob man es mit einem Schamanen jetzt so macht oder ob man sich Marlboro-Zigaretten kauft. Einfach, was heißt nicht nur mit einem Schamanen? Schamanen können ja auch ganz schön crazy sein. Ja. Also, ob man es mit der Intention macht, sich mal selber zu beobachten und zu gucken, was passiert denn eigentlich mit mir? Ja. Also so diese Fähigkeit, selber zu gucken, welche Wirkung hat eine Substanz? Ja, die finde ich total wichtig. Also, um die Frage zu beantworten, wo ich am meisten das Gefahr sehe, ich hatte einmal eine Phase, wo mir Lachgas unglaublich krass getaugt hat, vor allem wenn ich schon davor Gras konsumiert hatte, dann habe ich dann mir eine Kapsel konsumiert und danach habe ich gedacht, boah, scheiße, man, nur nochmal, habe ich an einem Abend so mal so 5 bis 10 Kapseln konsumiert gehabt, aber dann habe ich dann, das ist 2 oder 3 Mal passiert und da habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht gut und ich habe auch schon eine Toleranz gemerkt und dann habe ich das dann saulang nicht mehr gemacht, also jetzt mache ich es nur noch alle 2 Monate oder so. Die Substanz, wo mir unglaublich zusagt, ist DMT. Ich habe das bis jetzt immer nur so in niedrigen Dosierungen gehabt, dass es so auf einer Pilzebene war, dass ich nur alles krass verschwommen habe. Ich war immer noch in diesem Universum sozusagen. Aber in diesen Dosen hat mir das schon auch sehr gut gefallen, wo ich mir dann manchmal so gedacht habe, wo ich mir so gedacht habe, ich könnte das schon täglich machen. Also so, ich könnte mir vorstellen, das täglich zu machen. Ich mache es nur nicht, weil ich mir denke, ich will einfach nicht täglich machen, aber so von dem, wie es mir gefällt, wäre das was ich täglich machen könnte, so. Ich fand deine Meinung zu DMT-Breakthrough-Erfahrung sehr interessant, weil es gibt ja immer so Leute wie Terence McKenna oder sowas, die sagen, wenn man so eine Breakthrough-Erfahrung in Anführungsstrichlein hat, dass es so, sich so echt anfühlt, meinen ja manche Leute, und dass man da wirklich in andere Dimensionen ist oder sowas. Was ist da deine Meinung dazu? Ich halte die Breakthrough-Erfahrungen für nicht so wichtig wie den Umgang mit den Erfahrungen an sich. Guck mal, viele Leute versuchen über Jahre so eine Erfahrung zu kriegen und rennen dem nach und es passiert sehr, sehr selten. Terence McKenna hat da auch was in die Welt gesetzt, das bei manchen Leuten funktioniert. Die scheinen einen Geist zu haben, deren Neurotransmittersystem scheint so funktioniert, dass sie leicht solche Erfahrungen haben. Ich glaube, wir haben keinen Weg festzustellen, ob solche Erfahrungen wirklich zu einem Kontakt mit irgendwelchen Wesen führen. Ich vermute, dass das aber Konstruktionen unseres Geistes sind, denen wir da begegnen. Ja. Unser Gehirn, unser Geist ist so komplex, weiß jeder, der sich an seine Träume erinnert. Wir schaffen es ja, Gestalten, Figuren zu entwerfen, schon in Träumen. Umso mehr unter dem Einfluss von so einer Substanz dann auch noch so real miteinander zu sprechen,
manche Leute erleben das, manche Leute berichten das auch von Träumen. Ich halte gar nicht so viel von Breakthrough-Erfahrungen. Ja. Du musst ja auch zurückkommen, du musst irgendwas machen mit dieser verdammten Breakthrough-Erfahrung. Ja, das bringt dir einem wirklich nichts. Okay, was machst du jetzt? Nimmst du deine Aliens mit? Ja, genau. Kann, ja, am nächsten Tag, zu deinem Job, beim Programmieren und so weiter, guckt dir immer über die Schulter. Was machst du jetzt mit den Aliens? Ja? Natürlich wäre interessant, wenn wir mit Wesen sprechen können auf anderen Sternen. Ja, aber... Es hat mich bisher nicht überzeugt. Ja. Auch David Pinchback und so weiter, die Leute, die davon... Den kenne ich gar nicht, es sagt ja auch sowas. Ja, kennt ihr das Buch Den Kopf aufbrechen? Okay. Das hat sich sehr viel öfter verkauft als meines bisher, ja. Okay. Aber ich finde das ein bisschen krass, was er macht auf so Konferenzen. Das ist ein super manipulativer Typ, meiner Meinung nach, der dann immer so ins Publikum fragt, habt ihr schon das und das erlebt? Also seid ihr schon Spirits begegnet, die da mit euch geredet haben? Dann sagen immer fünf, ja, das ist so. Und dann sagt er, ja, seht ihr, ihr habt also alle diese Erfahrung. Die typische DMT-Erfahrung. Ja. Ist sie doch gar nicht. Ja, es gibt Leute, die da total drauf stehen und sich da hinein suggerieren. Ich finde, es geht weniger um Breakthrough-Erfahrungen. Ja, find ich eigentlich auch. Weil vor allem immer, weil ich habe schon so einige DMT-Erfahrungen gehabt und von denen berichtet. Und das waren halt immer Erfahrungen, wo nicht Breakthrough waren, wo ich immer hier war, habe ich ja vorher schon erzählt. Und es gibt dann total viele Leute, die empört waren und so, hey, ja, das ist richtig, das ist nicht richtig, Mann, du musst es schon richtig machen. Und ich denke mir so, ich will das gar nicht. Ich finde es so will ich das haben und so mag ich das. Viele Leute glauben ja, dass bei einer bestimmten Dosis und beim richtigen Setting jeder eine Breakthrough-Erfahrung hätte. Das stimmt einfach nicht. Ach so, aber ich hab mit vielen Menschen gesprochen und zwar zum Teil 10 Jahre begleitet, die hatten noch nie sowas. Ach so. Und haben das auch noch nie gesucht. Finde ich nämlich interessant. Weil auch die ganzen Ayahuasca-Trinker, bei Ayahuasca spielt ja DMT auch eine gewisse Rolle, ja, nämlich Chacruna. Das ist nicht so, dass hier nur Breakthrough-Erfahrungen gesucht werden. Glaubst du, mein Kanal ist eine positive Bereicherung für die Gesellschaft? Das ist eine schöne letzte Frage auch, denke ich. Hey, du wolltest mich doch fragen, welche Projekte ich gerade mache. Ah ja, stimmt, das wollte ich auch. Würde es gerne herausfinden. Ja. Ich würde gerne ein bisschen mit euch und anderen Online-Channels und so weiter forschen. Also wenn deine Zuschauer Lust haben, anonyme Fragebogen und so weiter zu beantworten, würde mir das total Spaß machen. Wahrscheinlich würdest du auch gerne ein bisschen mehr erfahren über deine Zuschauer. Ja. Also es würde mich freuen, wenn das so ist. Es würde mich freuen, wenn du Harm-Reduction-Informationen rüberbringst. Aber ich weiß nicht, ob da draußen irgendein Haufen Zwölfjährige sitzen, die jetzt sagen, jetzt zieh ich mir mal DMT rein. Ja. Wäre doch schön, wenn wir mehr darüber wissen. Ja, genau. Also zum Beispiel, also laut meiner Google Analytics sind nur unter 5% der Zuschauer unter 18, aber man weiß natürlich nicht, ob die falsche Accounts haben und durch so eine Studie könnte man das genau untersuchen. Bitte sofort an Simon, wenn ihr einen falschen Account habt, und sagt ihm, dass ihr erst 13 seid. Damit ich euch blockieren kann. Wir wollen es wissen. Also ich sage es hier nochmal, also ich plane mit dem Henrik eine Studie, wo wir eben genau untersuchen, was Online-Communities bringen, die positiven Seiten und die negativen Seiten, und das wollen wir genau untersuchen. Ja. Andere Projekte von dir noch so, die du gerade in Angriff nimmst oder Angriff nehmen willst? Wir haben eine Gruppe gegründet an einer wichtigen medizinischen Klinik, ich verrate jetzt gerade nicht welcher, hier in Berlin, die MDMA-Therapie für Traumapatienten beforscht, demnächst beforschen möchte. Wir haben wirklich angefangen. Das wäre die erste Studie mit solchen Substanzen in Deutschland seit 1979, soweit ich das weiß. Ging ja bisher nicht. Und sieht gut aus so zur Zeit, könnte man sagen. Das sind noch eine Menge Hürden und wir brauchen auch noch ein bisschen Geld. Das ist das eine Projekt. Das andere, mit einem Kreis von Menschen versuche ich gerade eine Stiftung zu gründen, die Forschung mit psychedelischen Substanzen, psychedelische Therapie und psychedelische Prävention, also Party, Harm Reduction Sachen, unterstützt, die Stipendien an Doktoranden und was weiß ich noch, Leute, die halt gute Arbeit hier machen, geben kann. Da sind wir gerade dabei, da braucht es noch viel Unterstützung. Ja. Ansonsten mache ich hier in Berlin gerade noch eine schöne Studie, die untersucht, was für sinnvolle Drogeninfos oder weniger sinnvolle Drogeninfos werden denn in den Schulen gegeben. Das interessiert dich natürlich auch. Ja, das interessiert mich auch, weil ich bekomme mich total oft so
irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Zuschauern, die da irgendwie sagen, irgendwelche Polizisten haben ihnen irgendwie erzählt, dass Gras auf einer Linie mit Meth ist oder lauter solche Sachen. Und vor allem, warum sollten, ich verstehe halt nicht, warum auch Schulen so Polizisten sowas erzählen, als hätten gibt's Polizisten immer noch, obwohl das bewiesenermaßen ist es sinnlos, diese ja, Sachen zu machen. Denen ja, vertraut man nicht, denen will man nichts erzählen und sie haben auch keine Ausbildung, warum sie sich irgendwie da besonders gut auskennen sollten. Also vielleicht kennen sich manche Polizisten wirklich aus, aber manche Lehrer oder wer auch immer die anheuert, die scheinen irgendwie zu denken, dass man Polizist automatisch da Bescheid wissen muss, nur weil man ja, die Leute verfolgt, die das nehmen. So, das ist ja eigentlich ja, total ja, komische Logik. Ja. Ja, ich denke, das war's. Dieses sehr kurze Interview. Ich bedanke mich, so viel für diesmal. Ich ja, bedanke mich fürs Interview. Ich bedanke mich bei dir. Bis demnächst. Bis demnächst. Nee, Simon, Jenke ist wirklich 2 Jahre älter als ich. So früh hat er es noch nicht drauf. Du bist mein Sohn, jetzt habe ich das. Hey. Jetzt weiß ich das die ganze Zeit.